Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Oddward Soulstorm. Heute wird's sehr explosiv. Ich hab Fizzy Bumm. Oh, fuck. Der hat mich gesehen, Mann. Naja, dann stellen wir nochmal Fizzy Bumm her. Es wird heute sehr explosiv. Dass der mich durch das Gitter da sehen kann, daran muss ich denken. So, gib mir her. So, Fizzy Bomb habe ich. Kann ich irgendwas anderes nützliches noch herstellen? Nö, ne? Ich habe das falsche eben ausgerüstet gehabt. Ich hatte Fizzy Pops. Ich brauche auch mal Fizzy Bumm. So, bin mal gespannt, ob ich jetzt mehr Erfolg habe. Weil ich war eben schon doch ein bisschen verwirrt, dass... Ich gehe mal hier weg, falls der mich beim Umdrehen sieht. Dass der nicht in die Luft geflogen ist. So, jetzt Bumm! Oh, der lebt noch. Oh oh. Komm! Ja, da muss ich mich in Sicherheit bringen. Okay, okay, okay. Ich begreife langsam. Komm, Fizzy Bumm! Dann wieder hinterher jucken. Ob ich mir das da hinten holen sollte, ist eigentlich die Frage, ne? So, Fizzy Bumm, gib her. Ich war eben ein bisschen zu hektisch. Ja, das läuft noch nicht so wirklich, ne? Ich habe eigentlich gedacht, dass der Slick in die Luft fliegt immer, weil... Also Brücken und sowas kann ich in die Luft jagen, aber der Slick, der pennt nur ein. Okay, aller guten Dinge sind drei, oder wie heißt es, ne? Hier, Fizzy Bumm! Oh, fuck. Ich hab gesagt, Fizzy Bumm! LOL! Wurde der von den Ding gegrillt? So, jetzt muss ich Dings haben. Nebelschleier, ansonsten komme ich an dem Ding nicht vorbei. Ist schlecht. Ist der tot? Ja. Oh, hier ist erstmal ein Save-Punkt. Sehr gut. Kann mich neu... Oh ja, ich habe ein paar Fizzy. Es ist geil, dass ich das hier endlos wieder nachholen. Aber das wird wahrscheinlich sehr häufig gebraucht werden. Oh lol, ist das... Ist das das, wo ich in der letzten Folge hier nicht weiterkam? Ja, und jetzt?
Was bringt mir das? Ich komme doch hier nicht durch. What the fuck? Wenn ich mich jetzt gesoftlockt habe, dann bin ich sauer. Hä? Ich habe einen Savepunkt aktiviert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, Moment. Man kann das doch bestimmt mit den Fizzy Bum in die Luft jagen, ne? Ah, okay. Ja, ich muss ein bisschen dahinter kommen, dass ich das machen kann. Das wäre auch richtig fies, ne? So. Da oben gab es ja nichts mehr, oder? Ich guck nochmal nach. Da, ja, da war das. Nee, das war jetzt nur dazu da, um das Fizzy Bum zu entdecken. Okay. Dann können wir hier wieder weg. Wir müssen nämlich noch ein paar Mudakens hier retten. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte, ne? Ja, nicht... Ja... Also die Hälfte nicht, aber die Hälfte von meinen 80%. Also 18 weitere retten und dann geht das. So. Jetzt mit dem... Von hier bin ich ja gekommen. Genau. Und jetzt brauche ich meinen Fizzy Bum, um mir den Weg weiter zu wappnen. So, Fizzy Bum, mach Brücke weg. Was? Ich hab gesagt, mach Brücke weg. Warum geht das nicht kaputt? WTF? Ich lade mal den Checkpoint neu. Follow me to freedom, guys. Warum geht das jetzt auf einmal kaputt? Hä? Wait. Erklärt mir das einer. Warum ist das auf einmal kaputt gegangen? Na, machst du Pause? Ja, ich kann weiter Fizzy. Was hat denn der zu sagen? Die Hunden werden alle aufhören zu arbeiten, um den Sicherheitsteam werden nur von dem Funkturm herunterstimmen. Sei auf der Hut. Aha. Lasst euch mal in Ruhe. Kann man enchanten? Aber dann löse ich Alarm aus. Und ich glaube nicht, dass ich den enchanten kann. Das ist ganz schön knifflig mit meinen beiden Mudaken-Freunden. Was? 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 Ich hab doch nichts gemacht! Hat er mich gesehen? Ist kein Problem, oder? So. Und jetzt sprengen wir den in die Luft. Dann sollte alles in Ordnung sein. Ja, da ist keiner mehr zur Verfügung. Die kommen halt nicht unendlich nach. So, zack. Oh, scheiße. Ich glaube, ich löse den Alarm aus. Oder? Jetzt ist der Alarm weg, ne? Hey, let's get you out of here. Dann versuche ich mal so da durchzukommen.
I'm here to save you. Let's go. Hallo? Bitte. Muss ich... Warte mal. Wait. Man muss wahrscheinlich erst mit denen reden, damit er mitkommt. So I'm here to save you. Follow me. Hey, let's get you out of here. Let's go. Ich hoffe, meine... Auf. Kommt mit! Kommt mit! Beeilt euch! Oh, und Fallen gibt's auch. Let's leave this place. Come on. Was ist mit Ihnen passiert? Schöne Boden eingearbeitet. Wartet mal kurz. Ich will gerade einen anderen Safe-Punkt aktivieren, damit ich diesen Dialog nicht ständig habe. Das nervt etwas. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine Mundaken-Freunde diesen Sprung schaffen, der da ist. Laufen die da durch? Das war schlecht. Die gehen da tatsächlich durch. Ich darf den alle Befehle nicht benutzen. Come on, now's your moment. Come on, let's go. Weil wenn die aufhören zu arbeiten, dann werden die Slicks ein bisschen ärgerlich. Aber okay. Ich bin durchgesprungen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommen die hinterher? Nein. Okay, ich kann nicht so gut ziehen. Ja, und er sieht mich danach. Ich glaube, ich lasse die Mundakens erstmal hier und räume auf. So. Ich glaube, das ist mehr von Erfolg gekrönt. Hätten uns fast gegenseitig erschossen. Aber mit denen kann ich jetzt sowieso nichts anfangen, weil Slicks nicht springen können. So, da ist jetzt etwas, was Chanten verhindert. Ah! Ich sag mal, Alarm verhindern. Wir gehen mal hier nach oben. Jungs? Jungs? Wie kriege ich meine Jungs hier rüber? Erstmal kommen die hier nicht hoch. Die können anscheinend keinen Doppelsprung machen. Und da kommen die auch nicht durch. Wie soll ich die mitbringen? Wartet mal. Ich weiß es nicht mehr genau, gab es hier oben einen Vogelkreis. Schon etwas her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Knapp eine halbe Woche. Und ihr kennt mein Gedächtnis. Ja. Den Vogelkreis gibt es. Dann rette ich die so. Weil ich weiß ehrlich gesagt unten nicht, wie ich die da durchschleusen soll. Also ich selber komme da easy durch, aber mit den beiden in Schlepptau schwierig. Die kommen da nämlich anscheinend über diese Schlucht nicht rüber.
weiß gar nicht, ob das Spiel das so von mir möchte, dass ich die da oben rette oder ob man die da durchschleppen soll. Und falls ich jetzt da verrecke, habe ich keinen Bock, wieder zum Vogelportal da zu gehen. Deswegen muss ich gerade einmal das Safe-System überschreiben. Oh Junge, ich habe schon eine halbe Folge und so gut wie nichts geschafft. Ich habe ein paar Sachen in die Luft gejagt und das war's. So. Apropos, ich kann ein bisschen Fissibum herstellen. Gib her. Alles, was umsonst ist, nehme ich gerne. Warum sind die hier alle rausgekommen? Ist egal. So. Schafft er das? Ah, muss ein bisschen Timing vonstatten gehen, glaube ich. Ah, und der da oben darf mich nicht sehen. Okay, da muss ich auf mehrere Sachen achten. Schaffe ich das? Ja. Komm, Beeilung, 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 Beeilung. Das sind Schränke, aber erst Savepunkt aktivieren. Okay, Schanden ist nicht drin. Ist leer. Wo kommt der denn weg? Ey, beeil dich mit dem Plündern. So, jetzt bleib ich mal hier ganz in der Ecke, bis sich die Situation beruhigt. Ja, von wegen beruhigt. Da ist nichts mit beruhigen. Okay. Dann einfach schnell plündern und mich von Acker machen. So. Schnell, 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 schnell. Schnell hier hoch. So. Kann ich das wieder anstellen? Ja. Okay, den kann ich übernehmen. Ist hier keiner? Da war doch einer mit den schweren Geschützen. Da ist er. Wo ist er? Ah, da. Ich habe mir über den Haufen geschossen, auf jeden Fall. So, ich kann die Mudakens alle... Oh Gott. Oh Gott! Ich sehe es gerade. Ich muss die da durchschleusen. Hier ist kein Vogelportal, nichts. Aber hier gibt es Sachen zum Herstellen. Ich muss Fussi-Bom-Bom und so aktivieren. Ja, ich jag den mal hoch. Jetzt ist die Frage, ob die mich hier hinten erschießen können. Ich will erstmal hier, Safe-Punkt. Es sind aber viele, die ich retten kann. Follow me to freedom, guys. Was ist das? Was ist das? That sounded suspicious. Hier wird nicht weitergearbeitet. Everybody, it's time to get free. Let's move it. Was ist das? Was ist das? Follow me and get you out of here. Was ist jetzt denn los? Bleib mal hier. Die überprüfen jetzt, ob hier noch gearbeitet wird. Und was kann ich mir hier eigentlich alles holen? Recyceln. Ja, krieg ich mir schon Geld. Ein paar Steine. Aha.
Was ist das für ein Automat? Die Flummibänder. Okay. Und was haben wir da drin? Leere Flaschen. Somebody there. Hier ist niemand mehr. You hear something? Hey, you idiots hear something. Was ich merkwürdig finde, ich habe einen Mudake nicht mitbekommen. Es haben immer vier gearbeitet. Vier. Wo ist der eine Einzelne? Ah ne, das ist ein Geretteter, okay. Ich muss die jetzt da durchbringen. Meint das Spiel das ernst? Sehr ernst wahrscheinlich. Nein, du sollst doch hochspringen, Abe! Das wirst du gleich rausfinden, nicht? Komm, komm hier hin. Stehen. Ah, fuck. Kann ich den... Mit Fussibum kannst du den in die Luft jagen, okay. Okay, dann abuse ich das. Zweimal Fussibum und die sind tot. Ah, ich habe ein bisschen zu lasch geworfen. So, diesmal bin ich vorbereitet auf ihn. Ah, Moment, der lebt noch. Hoppala. Hä? Wieso fliegt ein... Habe ich das Falsche? Ja, oh. Ja, dann resette ich. Du blöder Sechs, okay? So. Das ist sehr cool zu wissen, dass man mit Fussibum die Viecher in die Luft springen kann. So. Ich würde gerne so dieses Klebeband herstellen, aber kann ich nicht. Ich lasse die Mudakens erstmal alle da. Ist das so knapp? Nein. So, gesaved. Oh, 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 okay. Da ist ein etwas deftiger gerade. Ja, komm hier hin. Ah, der sieht mich. Scheiße. Ich rüste mal die Steine aus. So, schnell mein Fussibum. Oh, das ist nicht gut. So. Ich brauche neues Fussibum.
Oh, hoppala. Falsch. Das war sehr, sehr knapp. Ich finde das geil. Also das Zeug gefällt mir. Ah! Mann! Ah, scheiße! Stell erstmal das wieder her. Ich brauche Steine. Dreht er sich um? Ja, die kamen in zu schnellen Abstand runter. Ich denke, ich mache das so. Ah, verdammt! Genau, so muss das passieren. Oh, das bewegt sich ganz langsam auf einmal. Das genauso. Ja, ich will einmal gerade mein Save-Punkt resetten. So, das hatte ich ja schon mal geplündert. Ich kann euch schon mitnehmen, ne? Ich muss wahrscheinlich die ganzen Slicks auch ausschalten. Mir macht es ein bisschen Sorgen, dass ich ein paar Lücken habe bei den Mudarkens. So, ihr bleibt jetzt mal hier. Ja, ich hab damit gesehen, okay. I'm here to get you free. Let's go. Ich habe große Hoffnung, dass das einigermaßen klappt jetzt. Ich hätte hier bei den Savepunkt zwischen speichern können. So, jetzt rüste ich mich mal gerade mit Steinen aus, weil der da oben nervt etwas. Ja. Das ist der Plan auf jeden Fall. Ich kann das auch so machen. Ah, hier ist jetzt auf einmal ein Fahrstuhl. Kann ich noch Fizzy Pop herstellen? Ja. Komm, verzieh dich. Hä? So. Manchmal ist die Hitbox ein bisschen merkwürdig. Das war knapp. Ich bin fast tot. Er hat sich genau in dem Moment umgedreht. So. Wo kommt er auf einmal weg?
Zum Glück braucht er ein bisschen. So, das können wir ein bisschen wiederherstellen. Alles klar. Puh. Ach, und der Fahrstuhl ist einfach da. Ich kann mit denen auch gar nicht nach oben, ne? Doch klar. Aber der Fahrstuhl ist jetzt dafür da, dass die Mudakens über die. Über diese Lücke rüberkommen. Everybody, it's time to get free. Ich weiß. Nein, ich hab nicht darauf geachtet, ich Idiot! Ich mache die Folge etwas länger, Leute. Ich möchte meine Kumpels hier noch gerettet haben. Dann habe ich wenigstens so das Gefühl, dass ich was geschafft habe. Würdest du dich bitte von Acker machen? So. Also dieses Fizzy-Zeug finde ich awesome. So, jetzt, bevor ich jetzt wieder ein bisschen Blödsinn mache, speichere ich. Vielleicht ist ja im Vogelkreis da oben mein Fahrstuhl, aber ich traue dem Braten ehrlich gesagt nicht. Deswegen werde ich da, wo die Doggies sind, die zum Vogeltor ziehen. So, kommt mit, Jungs. Nicht sterben, bitte. Danke. Naja, wenn man hier so sieht, ich habe heute nicht so wirklich viel geschafft, muss man sagen. Klar, jetzt kommt ein ganzer Schwung Mudakens, den ich rette. Aber mir machen die Lücken, die da sind, ein bisschen Sorgen. Als ob ich richtig viele vergessen hätte. Das sind jetzt 12, die ich rette. Dann fehlen noch 6. Mir fällt gerade was auf. Wenn die da links nicht, wenn ich die vergessen habe, dann kriege ich meine 80% nicht voll. Aber hier können die nicht sein und hier war ich vorher. Was ist mit dir los? Hast du keinen Bock? Er steht so weit vom Vogelportal weg. So, 32 gerettet. Das macht wie viel aus? 71%. Ich brauche 36, ne? Okay, dann geht's doch noch klar. Ich kann noch 5 retten, wenn ich die anderen bisher vergessen habe. Ja, ich mache beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch gerne wieder beim nächsten Mal ein und ciao, ciao.